Meine Damen und Herren, die Bundesanwaltschaft hat heute die Ermittlungen im Mordfall Dr. Walter Lübcke an sich gezogen. Die Ermittlungen richten sich gegen den 45 Jahre alten deutschen Staatsangehörigen Stefan E. Dieser war bereits vergangenen Samstag vorläufig festgenommen worden. Grundlage für die Festnahme waren Ermittlungen des Hessischen Landeskriminalamtes sowie der Staatsanwaltschaft Kassel. Diese hat auch gestern einen Haftbefehl gegen den Beschuldigten erwirkt. Hiernach ist der Beschuldigte dringend verdächtig, Dr. Walter Lübcke heimtückisch durch einen Kopfschuss getötet zu haben. Die Bundesanwaltschaft hat die Ermittlungen wegen der besonderen Bedeutung des Falles übernommen. Wir gehen aufgrund des aktuellen Ermittlungsstandes davon aus, dass es sich um einen rechtsextremistischen Hintergrund der Tat handelt. Hierfür sprechen insbesondere das Vorleben des Beschuldigten und seine öffentlich wiedergegebenen Meinungen und Ansichten. Inwieweit sich diese Annahme weiter erhärten lässt, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen. Wir gehen natürlich auch der Frage nach, ob und inwieweit bislang unbekannte Hintermänner oder Tatbeteiligte in die Tat eingebunden waren. Jedenfalls können wir jetzt sagen, dass keine Anhaltspunkte bislang vorliegen, dass der Beschuldigte in eine rechtsterroristische Vereinigung eingebunden gewesen sein könnte. Die polizeilichen Ermittlungen werden nach wie vor beim Hessischen Landeskriminalamt geführt. Unterstützt wird das Landeskriminalamt hierbei durch das Bundeskriminalamt. Bei der Durchsuchung beim Beschuldigten wurde umfangreiches Beweismaterial sichergestellt, darunter auch zahlreiche Datenträger, die zurzeit ausgewertet werden. Mit Blick auf die laufenden Ermittlungen bitte ich um Verständnis, dass wir zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine weiteren Einzelheiten zu Verfahren mitteilen können. Vielen Dank.